Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Zurück zu einer Folge, die merkwürdigerweise im Jahre 1551 startet. Nicht ganz da, wo wir aufgehört haben. Woran könnte es liegen? Nun, das ist die erste schlechte Nachricht, die ich für euch habe. Ich und Jenny haben in unserer letzten Session zwei Folgen aufnehmen können. Davon haben wir eine hochgeladen. Die habt ihr wahrscheinlich Stand jetzt schon gesehen. Aber die andere, die hatte wohl irgendwie keinen Ton, weil einer von uns, und es war möglicherweise ich, vergessen hat, den Ton auch mitlaufen zu lassen. Sprich, unsere Audioaufnahme. Und zwar gibt es jetzt also die Folge, die, glaube ich, 6 Jahre sind uns da verloren gegangen. Aber die jetzt nur so hochzuladen, wäre, glaube ich, ein bisschen witzlos. Insofern haben wir uns dazu entschieden, hier kurz einen Cut zu machen. Ich fasse euch kurz gleich zusammen, was habt ihr verpasst, was ist geschehen in der Welt. Ich muss mich selbst auch orientieren, weil es wieder eine neue Session ist. Ihr seht, wir kriegen es gerade mal nur so hin, so hier und da mal ein, zwei Folgen aufzunehmen. Auch deshalb bin ich gerade wieder alleine unterwegs. Jenny ist nicht hier. Und wir wollen euch aber versorgen mit frischen Folgen, deshalb nehme ich jetzt mal zwei, drei am Stück alleine auf und Jenny kommt dann zurück mit frischen Geschichten. Wir hatten uns tatsächlich sehr, sehr viel und sehr, sehr lustig über das japanische Kaiserhaus unterhalten, das alte sowohl wie das auch das jetzige. Das ist wirklich super lustig und super interessant. Da wollen wir nochmal drauf zurückkommen, aber das für später. Was ist in der Vergangenheit passiert? Zunächst mal, naja, wir haben unsere Kriege fortgeführt um die Philippinen. Wir haben unsere Borneo-Invasion gestartet gegen Kuptai, erste Ländereien genommen und dann im nächsten Schritt Brunei zu attackieren. Mit denen, da suchen wir uns schon einen Anspruch. Zudem versuche ich Beziehungen zu verbessern mit Malakka, beziehungsweise wir haben es auf 100 gebracht. Wir suchen Bündnispartner, in anderen Worten. Gibt nur nicht so viele, die wirklich potenziell auch hilfreich wären. Vielleicht bleiben wir deshalb auch erstmal noch in unserer Isolation. Es gibt schon so ein paar Kandidaten, Langchang, Malakka vielleicht. Andererseits auch wiederum Staaten, die, ja, sie knien vor dem Drachenkaiser. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das ist unter unserer Würde, nicht mit den Untergebenen des Kaisers zusammenzutun. Dann doch eher in die Ferne schweifen. Vianagar, die im Übrigen, und ich glaube, das war in den letzten Jahren, die ihr jetzt verpasst habt, Krieg geführt haben gegen Delhi. Und ihr seht, die haben ordentlich Land genommen. Vianagar jetzt die absolute vorherrschende Macht in Delhi. Gegen Delhi auch. Vor allem in Indien. Ist noch in der Ferne für uns. Mal gucken, wenn wir es schaffen, da hier vielleicht zu kolonisieren, können wir doch rüberspringen. Ich warte gerade, dass die 15.000 hier ihre Moral erreichen, dann können wir die auch zurückschlagen, die Nationalisten. Aber was ist noch neu? Ja, ihr seht, wir haben Land entdeckt. Und wenn ich wir meine, dann ist das unser Entdecker, Asahito Silent. Ein schweigsamer Mann, den es hinauszieht in die Weiten der Welt und der für uns, ja, die Karte, die Welt kartografiert, neue Ländereien und hoffentlich auch Schätze für uns entdeckt. Wir wollen auf jeden Fall unser Inselreich weiter ausdehnen. Gerade hier im Süd. Was ist da so? Südpazifik bzw. Südwestpazifischem Raum. Oh, jetzt kommen sie sogar. Es könnte zu früh sein für uns. Ich wollte eigentlich noch warten. Die Moral ist nicht ganz da. Es könnte uns wehtun. Es müsste aber hinhauen noch von der. Oh, 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 fuck. Ja, ich war zu gierig oder habt zu sehr vielleicht auf die Stärke unserer Armee vertraut? Ich vertraue ihr vollends. Schlagt sie zurück, jawohl. Uiuiui. Ich hätte natürlich noch die anderen 5000 holen können. Oh. Und zu guter Letzt ist leider auch unser Shogun gestorben, jetzt auf dem Thron. Also Michio II. Aus dem Hause Kondo. Das brachte uns dazu, über das Kaiserhaus auszusprechen. Weil die haben auch so ihre Nachfolgeschwierigkeiten. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir an einer anderen Stelle, wenn Jenny wieder mit dabei ist. 48 Jahre, kein legitimer Nachfolger. Das ist natürlich nicht so schön. Gucken wir jetzt mal ganz kurz. Wir können Kernprovinzen erstellen. Bulgan, noch, warum nicht? Achso, weil sie besetzt sind. Jetzt, zack. Wir können Staaten gründen.
Das lohnt sich, glaube ich, durchaus hier. Sich das ein bisschen anguckt, ne? So. Schöne Inselwelten, nicht so hoch entwickelt, aber sehr gute Handelsgüter. Na, Edelsteine. En masse. Deswegen machen wir doch da. Hier vielleicht auch. Nein, da ist man noch nicht. Das macht auch noch keinen Sinn. Das macht auch noch keinen Sinn. Hier bauen wir erstmal einen Start auf. Hier nicht so viel Macht, glaube ich. Dafür reicht's. Bau die erstmal noch weiter aus, bevor ich sie zu starten mache. Da fehlt uns jetzt auch noch was. Das kommt also später. Wir könnten auch missionieren. Kommen uns gleich drum, den Entdecker. Das kann erstmal weg, 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 weg. Und wir können eine weitere Idee wählen. Weil ich jetzt tatsächlich, ja, Kolonialreichweite braucht es in dem Moment erstmal noch nicht. Weil Kolonialwachstum natürlich nice wäre. Aber ich will jetzt hier erstmal ein bisschen weiter in die Tech wieder reinkommen. Sonst fallen wir da völlig zurück. Gerade wo wir jetzt mal endlich Kolonialismus gepusht haben. Beziehungsweise bald pushen können und dann will ich da auch mal wieder ordentlich investieren. Wir erkunden weiter. Ich schicke ihn relativ frei erstmal durch die Gegend. Raubritter. Gegen die Bushi oder für die Bushi. Wir brauchen gerade nicht unbedingt ihre Loyalität, von daher entscheiden wir jetzt gegen sie. Wir könnten gucken, ob wir hier eventuell noch was rausziehen können. Na, können wir das gleich wieder umwandeln. Ah ja, den Klerus, das können wir noch nicht. Okay. Dann zurück. Und die anderen Rebellen niederschlagen. Da haben wir sie jetzt langsam in den Griff bekommen. Wir bauen aus, was wir noch gemacht haben, auch eine Festung errichtet. In Mutsu. Hauptsächlich wegen des Terrains, der Berge. Also die, gewissermaßen die letzte Zuflucht sollte irgendwann mal doch eine Invasion stattfinden. Führen sich unsere stolzen Samurai in die letzte Feste zurückziehen, in die Berge von Mutsu. Aber soweit werden wir es nicht kommen lassen. Nein, nein. Versammeln wir die Truppe. Schlagen die elenden Rebellen zurück. Ja, auch die Flotte noch ein Stück weit dadurch jetzt auch ausgebaut. Wir sind sogar am Cap jetzt im Moment zumindest. Dass wir noch hier 10... Ah, was sind das genau? Welcher Schiffstyp? Karavellen gebaut haben. Wir erkunden weiter, vielleicht in den Nordwestpazifik. Ich würde unglaublich gerne auch Hawaii sichern. Das müsste hier so, ist schon eine Ecke weit weg. Und ja, der Südkontinent wurde entdeckt. Es fehlt noch ein bisschen die Grenze. Hier könnten wir schon ansetzen. Aber da wir jetzt auch noch nicht so schnell sind, was Kolonialisierung angeht, wird das so ein bisschen auf sich warten lassen. Ich will jetzt erstmal hier wirklich das Gebiet so ein bisschen sichern für uns. Verbesserung der Produktionstechnologie nehmen wir mit, auch wenn wir schon recht viel Inflation haben und sie sobald auch nicht werden senken können. 0,08 pro Jahr durch unser Gold. Immerhin leisten wir jetzt auch 3 Berater jetzt, weil wir so viel Gold verdienen. In der Relation, na gut, 7,7 ist immer noch nicht so viel. Aber wir können ordentlich was rein investieren in Kolonien, in Armee, Flotte und in Berater. Ah, sogar 11 jetzt. Weiß nicht, wo gerade das zusätzliche Gold herkam. Ja, wir verdienen ja auch noch an Reparationen und unsere Vasallen. Tondo ist relativ reich. Das ist gutes Land. Hier werden wir gegebenenfalls auch weiter füttern, vielleicht sogar mit bruneischem Land. Oder wir machen Brunei selbst auch zu einem Vasallen. Unsere Kolonie wurde vom römischen Fieber heimgesucht. Wir sollten, glaube ich... Ja, Quarantäne. Ich halte gerade noch ein bisschen Ruhe reingebracht ins Spiel. Wir haben schon die ersten Ansprüche aufgebaut. Wir könnten Brunei eigentlich gleich den Krieg erklären. Wir können auch noch weitere Ansprüche aufbauen. Wir haben jetzt eben unser nächstes Ziel vor Augen. Kutai später, Jahr 62, 10 Jahre Waffenstillstand. Brunei, gucken wir uns da die diplomatische Situation vielleicht kurz an.
ist verbündet mit Nuvu und mit Pasai und Siak. Also Pasai der einzig ernstzunehmende Kontrahent für uns. Leider ist Brunei, glaube ich, so groß, dass wir sie nicht in einem... Na? Ne, Moment, wo... Was ich suche ist... Da, das habe ich gesucht. 130%, sie müssen... Zu groß, ich weiß gar nicht warum. Ah, okay. Wahrscheinlich wegen Brunei. Ihrer Hauptstadt. Ich würde sie aber auch gerne zu einem Vasallen machen. Wäre mir nämlich eh keiner. Jetzt schicken wir uns Armee direkt schon mal hinüber. Wenn wir ohnehin keine Verbündeten finden, dann können wir auch Vasallen uns heranzüchten und die weiter ausbauen und vergrößern. Und noch fahren wir mit der Strategie ganz gut. Allerdings die Frage, sobald die Ming irgendwann mal wirklich sagen, hey, ich will hier wirklich jetzt nach Kyushu. Ah, dann könnte es schwierig werden. Vor den anderen Staaten müssen wir so keine Angst haben. Mit denen können wir uns militärisch messen. Zumal auch ein Korea nur mit den Ainu verbündet ist. Ein Malakka Langchang Bengalen ist natürlich schon wieder ernstzunehmender, aber dafür sind die Grenzen noch zu weit weg. Vor denen fürchte ich mich nicht. Einzige Option ist wirklich das Ming oder Korea, glaube ich. Ja, ja, jeweils Kyushu wollen sie haben. Dass sie da Interesse anmelden und gegen uns vorgehen. Wir werden das beobachten, aber jetzt erstmal Krieg. Huiuiui, die haben 10. Großkampfschiffe. Also auf hoher See gewinnen wir das Ding nicht. Es ist insofern natürlich riskant. Ach. Das kann aber Tondo machen, oder? Schaffen sie das? Das schaffen sie selber. Also es ist ein bisschen riskant jetzt natürlich mit unserer Streitmacht her, sollte es reichen, Brunei zu besiegen, bevor Pasai oder so eingreifen kann. Wir haben tatsächlich ja auch eigentlich noch deutlich Reserve, vielleicht sollten wir mal ein bisschen ausbauen. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir holen mal die anderen 10.000 noch runter. 30.000 und ich werde hier oben auf der Hauptinsel dann uns weiter ausbauen. Erstmal noch relativ wenig Kanonen. Aber die werden wir jetzt demnächst immer weiter hochpushen. Das wäre schon mal, dass wir mal 40.000 Mann unter Waffen haben. Wir können noch ein bisschen in Handel? Nein. Ich gucke gerade, wo es am meisten bringt. Ja, der Werkstätten. Und da ist er... Oh, ist er schon gestorben, unser Admiral. Michimune Rekat. Ich hoffe, jetzt habe ich ihn mal richtig ausgesprochen. Dann werden wir uns alsbald einen neuen organisieren müssen. Er hat jetzt nicht so lange gedient. Vielleicht darf sein Sohn auch dienen. Gucken mal. Auf jeden Fall recht fleißig unterwegs. Auf jeden Fall unser Entdecker. Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum hier nicht der Name des Entdeckers ist, aber das ist ja der Flottenname. Ja, ein entdeckter Agent. Zufall. Tondo. Ah, die haben zumindest jetzt 8.000, das sollten sie eigentlich hinkriegen. Und wir bauen einfach weiter aus. Nächstes Ziel also Borneo zu sichern. Ah, jetzt habe ich es verpasst, dann einen Anspruch durchzusetzen. Wurde beendet im Nordwestpazifik. Und so sagen wir mal so: des Shoguns Garde in Kyoto. Sich immer so ein paar Leute auf der Hauptinsel verbleiben lassen. So, dann 30.000 Mann stehen bereit zum Angriff auf Brunei. Die haben Tech 10, da würde ich auch nochmal vergleichen wollen. Wir haben noch nicht Tech 10. Die ist nicht so extrem wichtig, aber. Technologisch rückständig in so eine Nummer reinzugehen, ist natürlich trotzdem kein Spaß. Passt allerdings auch noch 9 und wir sind natürlich deutlich überlegen, was die Zahlen angeht.
Nur unsere Flotte werde ich, glaube ich, nicht einsetzen, wenn ich hier sehe, dass sie 10 Großkampfschiffe haben. Kriegsziel also Lahat Datu. Nehmen wir direkt mit. Dann gehen wir in Yeselton in die Belagerung und danach direkt Brunei. Brunei hat allerdings keine Festung. Also eine Festung muss eigentlich nur runtergebracht werden. Nehmen wir vielleicht auch alle Kanonen, die wir haben. Wie gesagt, gegen die Flotte, die 10 Großkampfschiffe, das ist, glaube ich, zu mächtig. Plus noch Luwu und alle anderen zusammen. Ja, ja, das müssen wir nicht machen. Es besteht natürlich das Risiko, dass sie jetzt Truppen entsenden. Zum Beispiel auf die Philippinen oder Richtung Heimat. Weil dafür haben wir extra jetzt Truppen ausgehoben. Wir können auch noch relativ spontan immer reagieren und mehr Truppen ausnehmen. Wir haben eben hier ein Limit von über 50.000 Mann mittlerweile schon. Ich werde die Armee demnächst noch ein bisschen umgestalten, ein bisschen optimieren. Wir brauchen mehr Kanonen. Und solange wir Krieg führen, können unsere Diplomaten an anderen Fronten kämpfen. Ein so ein Verbündeter hier in der Region, das wäre schon ganz nett, aber erstmal nicht so realistisch. Ich hätte gerade immer noch einen guten, starken indischen Freund. Bengalen natürlich auch wahnsinnig groß geworden. Gegen eine potenzielle Ming-Invasion als Absicherung. Ah, ist genau das passiert, was wir erwartet haben. Luwu ist gelandet. Aber dafür haben wir unseren Vasallen. Dafür haben wir ja Tondu, die sich flüchten. Oh nein, okay, sie gehen nach Palawan. Wäre aber trotzdem lieber, wenn sie die Philippinen verteidigen würden. Beobachten das mal. Aber jetzt hier, dieser Krieg, der zeigt uns auf jeden Fall auch, dass wir flottentechnisch noch einiges aufzuholen haben. Die einzigen Großkampfschiffe kommen von unseren Vasallen. Wir sind hoffnungslos outnumbered. Aber nicht outgunned. Denn da können sie uns nicht das Wasser reichen. Und wenn wir sie eh nicht in einem schlucken können, müssen wir es auch nicht so weit treiben, dass wir dann auch in Pasai oder so landen. Da können wir dann relativ entspannt vorgehen. Dann pushen wir vielleicht wirklich hier bis inklusive Brunei. Gucken, ob das dann reicht vom Warscore. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen werden. Gleich sind wir durch. Ah, eine Runde noch. Zieh die Truppe schon mal zusammen, dann schlagen wir direkt auf Brunei. Ich würde echt wünschen, dass sie... Ah, oh, jetzt haben sie sich hier einfangen lassen. Das ist ja auch dämlich. Also Pasai ist gelandet, Luwu ist gelandet. Oh, und tatsächlich Siak auch gelandet. Wir brauchen tatsächlich einen weiteren General. Oh Gott, wo ist mein Zettel? Ich habe irgendwo einen Zettel. Das ist gute Vorbereitung. Ich könnte jetzt irgendwo dem einen Namen geben. Ich kann es aber auch lassen, weil ich den Zettel leider nicht finde. Tut mir leid. Ich habe mir all eure Namensvorschläge aufgeschrieben. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Sind sie wirklich den weiten Weg gekommen? Ist natürlich auch in gewisser Weise eine Schmach für die stolzen Samurai. Zwar auf dem Lande zu dominieren, aber zu hoher See. Und den Entdecker lasse ich jetzt bewusst auch mal hier im Hafen erst. Zu hoher See haben wir nichts zu melden. Und tatsächlich das erste Mal, dass eine ausländische Macht japanischen Boden betritt. Das hätte so nicht passieren dürfen. Und es wird blutige Rache nach sich ziehen an Brunei. Tondu jetzt immerhin mit der Möglichkeit zu passieren. Aber echt suboptimal, den Krieg so zu führen, ohne Herrschaft über die Meere. Und das wird auch das nächste große Projekt sein, dass wir da massiv investieren. Goldenes Zeitalter für Kara. Natürlich haben sie keine Chance. Können sie hier ganz entspannt zurückwerfen. Sie können nicht rennen. Genauso wenig wie Brunei. Den können wir nämlich hinterhersetzen. Aber trotzdem ärgerlich. Wir verdienen natürlich viel an Warscore. Gerade weil Tondu nicht wirklich die ihnen zugedachte Rolle
erfüllt. General. Oh, unser General ist tot. Jetzt muss ich doch nochmal diesen Zettel suchen. Entschuldigt mich. Wo könnte ich den denn hingelegt haben? Ist das hier, dieser Zettel? Ah. Doch, ich habe ein Stück Papier gefunden. Da stehen, glaube ich, Namen drauf. Ich kann es nur nicht lesen. Also nochmal kurz zurück. Wobei. Für die 1900er braucht es das dann auch nicht. Wo ist Bruneis her? Haben wir die ausgelöscht? Wo ist der Rest eurer Armee? Interessant. Nicht, dass sie hier irgendwo im... Oh, da sind sie. Okay, wir besetzen mal kurz Kuching, damit wir einen General rekrutieren können. Also die Invasion wurde zurückgeworfen, zurückgeschlagen. Der Angriff auf Brunei läuft, aber suboptimal. Verlieren wir zu sehr. Vor allem verlieren wir hier gleich auch ordentlich Warscore, wenn sie die Festung holen. Erstmal ein weiterer General. Iseda Tsuko sollst du heißen. Ein Mann, der auf Fernkampf setzt. Er ist seiner Zeit noch einen Ticken voraus, würde ich sagen. Aber okay. Wir suchen erstmal den Rest von Bruneis Armee, die sich hier irgendwo im Dschungel von Borneo verstecken. Guerillakrieg. Provinz sollten wir noch mitnehmen. Ich mein Auge drauf haben, ob ich doch nochmal jemand es wagt, japanischen Boden zu betreten, aber okay. Erstmal noch nicht. Möchte ich sein, dass wir versuchen, jetzt hier den Weg herumzugehen. Die müssen doch hier sitzen jetzt. Im Gehölz. Im Dickicht. Ah, Basai macht Boden gut. Aber nach Kutai können sie eigentlich nicht zurückziehen. Weil wenn ich da kein Wegerecht habe, haben sie da auch keins. Und da sitzen sie. In Banjar, im Dschungel. Sie können weglaufen, aber sie können sich nicht verstecken. Und jetzt nicht mal mehr laufen. Und allen Mali zum Trotz stürzen sich unsere stolzen Samurai natürlich sofort in die Schlacht. Sehr gut. Brauchen wir jetzt nur noch Brunei. Und das auch relativ zügig. Bevor Tondo fällt, wäre mir das lieb. Also wir ziehen unsere Lehren aus diesem Krieg. Oh, und wir sehen auch Pasai. Fertig. Sie versuchen es, das muss man ihnen lassen. War nicht so optimal, der Krieg bisher auch 20.000 mit der zusammengenommen auch noch 30.000 tote Japaner. Brunei ist gefallen, kriege ich die Soldaten hier noch? Da noch ein bisschen Warscore mitnehme. Tondo fällt noch nicht, oder? Kasai will ich noch eine Lektion erteilen. Und mehr als eine Runde sollten wir nicht mehr warten. Ah, ich dachte, ich bin vorhin da. Doch den Malus mitgenommen. Für die Überquerung und fürs Gelände. Habe ich gehört, Moment, wo habe ich denn jetzt in Schlacht verloren? Waren das hier meine Soldaten irgendwo? Moment. War da nicht gerade ein... Bin verwirrt. Oh nein, sind unsere Schiffe... Wurden die rausgetrieben? Shit. Das habe ich jetzt verpasst. Das habe ich jetzt... Ah, muss ich mich vorher selbst angucken, was da genau passiert ist. Da war ich jetzt einen Ticken zu schnell. Kann es sein, dass die in den Häfen lagen und dann rausgetrieben worden sind, weil die Provinz besetzt wurde? Ja, da gehen 200 Gold den Bach runter. So, wir jetzt zurück. Also wir müssen unseren Diplomaten zurückholen.
Also unterm Strich ein Erfolg, aber auch eine Lehre, würde ich sagen, dieser Krieg. Und jetzt verliere ich doch noch Tondo, ne? Ah, weil ich nicht schnell genug den Diplomaten kriege, um hier Friedensangebote zu unterbreiten. Und wenn ihr neu mit dabei seid, werdet ihr schnell lernen. Ich mache nicht immer den besten Frieden im Sinne von, dass ich jetzt werde nicht alles rausreißen, was geht. Aber ich werde mich vor allen Dingen darum bemühen, einen guten Frieden zu machen, bei dem wir auch ordentlich Land mitnehmen. Das geht noch nicht. Das dachte ich mir, aber Brunei ja wirklich das absolute Juwel. Dann belassen wir es vielleicht sogar dabei. Das sind drei gute Provinzen. Gerade Yeseltorn. Drei Provinzen, ordentliche Schippe Gold, denen wir uns unsere Schiffe zurückkaufen können gewissermaßen. Und als nächstes folgt dann eben nur noch Brunei mit seinen drei Provinzen. Die können wir dann wirklich zu Vasallen machen, dass wir nicht immer so sehr die Admin-Macht ausgeben müssen. Also geschwind, bis unser Entdecker auch wieder einen Job bekommt. 10 Karavellen gebaut. 6, 7, was habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10. Ein Jahr muss er warten und darf er wieder aufbrechen. Festungen braucht es erstmal nicht. Wir können uns überlegen, braucht es diese Festung hier? Vielleicht erstmal nicht verkehrt, die Festung zu behalten, weil wir sonst überhaupt noch keine Festung in der Region haben. Abgesehen von Tondo, aber die sind ja noch nicht... überhaupt noch nicht so weit, dass wir sie integrieren könnten. Wir gehen sogar eine Staatsehe mit ihnen ein. Eigentlich unter unserem japanischen Niveau, hier mit den Eingeborenen, aber wir sind ja auch eine integrierende Kraft. Apropos Integration, wie sieht's aus mit Bündnissen? Malakka ist echt nicht und sich nicht so zugeneigt. Gut, die aggressive Expansion fanden sie jetzt auch nicht so stark für uns. Man, und sie beeindruckt unsere Armee und unsere Flotte. Aber jetzt werden sie selbst erstmal überrannt. Von wem denn? Champa? Tesevi? Okay. Nichts, was einem Angst und Sorge machen muss. So denn. Nächstes Ziel dann Kutai in der Region. Blut wird fließen, ja. Und von Kutai dann, also Kutai, Brunei in der Reihenfolge. Wenn wir Kutai angreifen, kommen wir auch in Krieg mit... mit Sunda. Könnte man auch schon da mal einen Fuß hinein kriegen. Ich sehe, dass wir hier nicht ganz es aushalten mit unseren 30.000 Mann. Das sollten wir uns ein bisschen aufteilen. Ich ziehe die Truppen mal. Ich würde sie nämlich gerne trainieren. In Terabo keine Aufstände herrschen. Moment. Kernprovinzen. Können wir das auch kurz regeln? Und ja, ich habe noch einen Kolonisten wieder übrig. Bisschen nervig, dass man den immer wieder zurückschicken muss. Kann man auch schnell übersehen, finde ich. Bauernzorn. Bushi verlieren wieder wir verlieren Legitimität und wir verlieren wieder Loyalität. Aber lieber das als noch mehr Macht zu verlieren. So, und Monsieur Zuko. General Zuko. Wieder in Amt. Wir drillen weiter. Vianaga gegen Bachmanes. Okay. Normalerweise heißt gegen Bachmanes ein großer Krieg. Steht bevor in dem Fall eher nicht so. Uns steht möglicherweise in der nächsten Folge ein Krieg mit Ainu, respektive Korea, ins Haus. Auch wenn es vielleicht unter unserer Ehre wäre. Ich suche nach einer Möglichkeit. Wir könnten natürlich... alternativ noch anstreben, sie zu vasallieren. Mittlerweile wäre das sogar realistischer,
Das Problem ist, sie haben einen Anspruch, abweichende Religion. Puh, wir haben noch den Bonus durch die Schmugglerhilfe mit dem Bündnis. Ah. Wir können auch keine Staatsehe machen. Das wird richtig schwer, sie zu Vasallen zu kriegen, glaube ich. Gar nicht so einfach, auch weil sie Handelsmacht an Korea übertragen. Also nach meiner Rechnung, jetzt durch das so überschlage, kriegen wir sie, glaube ich, nicht auf 190 Zustimmung. Also wir können auf 25 hochpushen. Vielleicht noch ein Geschenk machen. Das sind wir bei 50 nochmal draufgelegt. Das Bündnis bringt auch nochmal, was ich, 50 Punkte oder 40? Ich glaube nicht, dass wir sie friedlich so einfach annektiert kriegen. Müssen wir uns mal überlegen. Ich würde schon gern jetzt weitergehen in die Richtung. Solange wir warten auf den nächsten Krieg, denn der Rest... Ja, steht unter der Fuchtel der Ming tatsächlich. Nur die Khmer wehren sich. Finde ich gut. Wir überlegen uns das. Und sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Macht's gut, bis dahin und tschüss.